Ein Medikit, 650 Mark. Sehr gut. Bald kann man sich nicht die bessere Waffe leisten. Oh yeah. Oh, da sind noch ein paar. Nachladen, speichern. Und nochmal drauf da. Oh, 4 Stück. Ich glaube, ich erwähnt, dass die Musik mir relativ gut gefällt von dem Spiel. Ach, der hält nicht mehr aus. Oh, Kasper stoppt gleich, verdammt. Okay. Bevor der mir wegstirbt. Ein PS2-Game kam früher, was? Ein PS2-Game kam früher 120 Mark neu. Also, ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel die gekostet hat, die Spiel früher. Ich glaube 100 Mark für ein, verdammt, 100 Mark für ein normales Spiel oder so. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Und das Team ist halt bald schon wieder einfach in Alter. In unserem Land dickes Labern. Der wird die Ache durchsterben. Nein, die doch. Boah. Ja. 350 Mark, ein Rüstungsteil. Das ist nur ein Buff. Also, das erhöht die HP. Keiner, ich erst mal gucken. Kasper hat dem nächsten HP, von daher. Kasper. So, perfekt. Hat der schon mal mehr HP? Was ist das? Oh. Nun zu dir, du kleine Ratte! Nein! Nein, nein, wartet! Wir können über alles reden. Ich kenne Mammut echt, ich schwöre auf mein Leben! Schwör lieber auf was anderes, die Dach und dann die keine 2 Minuten mehr was! Bitte, bringt mich nicht um. Ich will euch an. Die Geld wollt ihr Stoff. Ich besorge euch alles. Fressblei, du verlogen Stück Scheiße. Halt, warte. Vielleicht weiß er ja noch was. Lass ihn doch zumindest mal ausreden. Bitte. Fein. Was weißt du über Mammut? Der Typ ist ein Genie. Dank der Bratwa kommt er an fast alles ran. Nutten, Waffen, einfach alles. Bratwa sind natürlich die russische Mafia. Von daher, was kann man mit den Leveln machen? Nix. Die sind einfach nur so Deko. Das ungefähr ist ein ungefährer Indiz dafür, wie lange man schon hier ist. Also habe ich Hunko was übernommen. Azurion hat Punkte, die ich noch nicht übernommen habe, weil Punkte sind auch mal so ein bisschen, finde ich, kritisch, weil Punkte geben ja die nur ein Vorwand hier zu sein, und weil Punkte kriegst du ja auch, wenn du nur im hier bist, so im halt nicht aktiv dran dabei bist und dann einfach im Stream lurkst oder so, kriegst du Punkte, und die Punkte kannst du bei manchen Streamern für Sachen eintauschen und so weiter. Und da sehe ich das Problem, dass die Leute dann halt digitaler Schwanzvergleich da sehe ich dann das Problem, dass die Leute dann halt wegen der Punkte kommen und sich dann halt Giveaways zu erschleichen oder Spielwünsche und so was, ja, oder Musikwünsche, ne? Und daher der Engel. Irgendwie leicht entzündetes Zahnfleisch. Unschön. Schmerzt. Keine Ahnung, warum ich das habe. Seit vorgestern oder so. Aber wir sagen jetzt nicht mal ganz so schön wie vorgestern. Wo finden wir? Das weiß keiner so genau. Er mischt überall mit, ist aber verdammt scheu. Das war die falsche Antwort, du Wichser. Spuck aus, wo wir den Penner finden, sonst knallt's. Hört im örtlichen, hör zu, im örtlichen Bordell arbeitet irgendeine Schlampe, an der wo hängt. Sie hat Sandy.
Wenn irgendwer weiß, wo er steckt, dann sie. Fragt nach Sandy und wenn der raufmuckt, sagt ihr, Kahn hat euch geschickt. Und das sollt ihr glauben? Nachher scheißert er uns wieder an, so wie vorhin. Wehe, du verarscht uns, ich schwöre dir. Wir zerlegen dich wie ein verdammtes Machtschwein. Nein, mehr weiß ich wirklich nicht. Ich schwör's auf meine Mutter, auf alles, was mir heilig ist. Das ist alles. Ich glaube ihm nicht, aber das ist die einzige Spur, die wir so weit haben. Prüfen wir es nach. Gut, dann lass uns gehen. Und du kannst zum Glück sagen, dass du so kooperativ warst. Wir lassen dich am Leben, aber sollten wir dich nochmal sehen, hast du ein Loch mehr im Schädel. Nein! Nein! Wofür das denn schon wieder? Das wäre nicht nötig gewesen! Ja, Stella ist so eine kleine Psychopathenfotze, sorry für das Wort, aber ich glaube, in diesem Spiel ist das angebracht und sie ist wirklich ein bisschen sehr psychopathisch veranlagtes Mädel. Von daher nicht drüber wundern. Was? Die Ratte hätte uns doch sofort an die Mafia verpfiffen. Und das hätte er dann erzählen sollen, kannte er unsere Namen, unsere Gesichter. Pfff, scheiß doch drauf, diese Gangster sind doch eh nur ungetiefer. Glaub mir, jeder würde uns dafür kontrollieren. Nein, stopp, nein, wenn sie bewaffnet sind, okay, wenn sie uns angreifen, okay, aber das war's. Du hattest deine Rache, aber jetzt ist Schluss, du musst sofort aufhören, sinnlos Leute umzubringen. Gefällt mir. Also, charakterlich ist es schon einer der tiefsten Charaktere, aber ich mag sie ja wirklich nicht, ist ein dummes Arschloch. Was hat das Geheul denn schon wieder? Ich meine, wer interessiert's? Dieser Typ war doch nur Abfall. Du kleines, verwöhntes Muttersöhnchen, kannst die Straßen nicht. Wenn du hier nicht durchgreifst, bist du erledigt. Und schreib mir nie wieder, nie wieder vor, was ich zu machen hab. Könnt ihr euch später die Köpfe einschlagen? Wir haben noch was zu tun. Boah, muss aufstoßen. Ich hasse das. Ich muss was trinken. Und ja, ich trinke übrigens Milch. Nicht wundern. Das ist normal. So. Weiter. Ja, gehen wir besser. Kassenschlüssel erhalten. Oh, sehr schön. Was sonst noch jemand in Ruhe? Ein Adrenalin, 350 Mark. Jetzt kommen uns, glaube ich, die Waffe endlich lassen. Ist gut. So, das reicht nicht nur. Hier wahrscheinlich, genau. So, Bordell gehe ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will erstmal die Waffe holen. Das Bordell ist, glaube ich, hier. Das ist falsch, genau. Sex. Das ist das Bordell. Habe ich erstmal zum Bahnhof. Und gucke erstmal, in welchem Bereich der Stadt der Typ war, der die Waffe verkauft. Oder den Skill, besser gesagt. Weil das könnte ich doch schon ziemlich gut gebrauchen. Und das wirklich für 5000 war. Rote Schlüssel bekommen wir. Für die roten Truhen bekommen wir den roten Schlüssel irgendwann später noch. Also von daher, der stand hier oben, glaube ich, ne? Wusste was? Nee, okay. Ist nicht der. Ich mich halt ernsthaft, in welchem Bereich der Stadt das war. Ist irgendwas, was ich vergessen habe? Mal wieder. Rollung Beat. Webseite, wo ich die Spielzeit tracken kann. Und das brauche ich ja am Ende für die Bewertung vom Spiel. Ich glaube, ich habe das im Backlog drin. Gods of Ashes. Da, Gods of Ashes. Na gut, 13 Stunden haben wir zwar noch nicht gespielt, aber das ist jetzt nur die Spielzeit auch von Mikey mit drin. Eben klingt meine Stimme gleich rau, kann das sein? Na gut. Shot. Wir gucken. So,
Typen oder. Ach nee, ne? Nee. Nein, hat die Klappe. Komischer Arbeitsalltag interessiert mich nicht. Stadt waren wir ja schon, ne? Wie findest du das Spiel bisher? Also ich hab's ja komplett ich hab's ja bei Screaming Mikey G, das ist ein RPG-Maker, hab es ja schon komplett gesehen und ich finde es sehr, sehr gut. Es übertreibt zwar manchmal wirklich mit den Sequenzen, was so Brutalität und so weiter angeht, aber es hat eine wirklich gut erzähltes, dichte Story. Die Charaktere sind sehr gut ausgearbeitet und es hat auch so ein leicht, was heißt das, will ich nicht spoilern, also es hat einen Plot-Twist, den man jetzt nicht unbedingt von so einem Spiel erwarten würde, was ja schon relativ eigentlich realistisch gehalten ist. Okay, ja, kann auch anscheinend ach, 4000 Uhr, okay, Deal, gute Entscheidung, keine Seriennummer, kann also auch nicht zurückverfolgt werden. Viel Vergnügen mit dem Schießeisen. Oh, das hat es gleich Maxim, ne? Volle Schrotladung, 82 MP. Doppelte Schrotladung für alle Feinde. Ist mega geil, das ist die Waffe. Also von daher kostet natürlich auch einiges, aber ist mega geil dann. Von daher. So. Geht jetzt in die Oststadt. So gesagt, ich kenne das Spiel schon. Für mich ist es kein Spoiler. Ich werde auch euch nichts spoilern. Von daher, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Stream-Projekt angefangen habe, kannte ich das Spiel noch nicht komplett. Ist aber schon ein Weilchen her. Und ich bin übrigens so ein Typen, der Red Cube heißt, der hat auch schon zwei andere Spiele gemacht. Ne, drei andere Spiele hat er gemacht, also der ist nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt. Entschuldigung, was das angeht. Wobei nicht alle Spiele von ihm auch wirklich gut waren. Das erste, was er damals gemacht hatte, Deathrush, Bitches and Violence, das war eher so, naja, das hatte wirklich teilweise ein bisschen sehr komisch übertrieben mit Sachen. Naja, Türsteher. Ey, stopp mal! Was glaubt ihr, wo ihr hingeht? Khan schickt uns. Wir müssen mit ihm sprechen. Seit wann gibt sich Khan mit solchen Gestalten ab? Ihr könnt wen anders verschaukeln. Fein, ich werde es Khan ausrichten. Muss sicher gehen, dass ich dein Gesicht nicht vergesse, wenn ich das nächste Mal mit ein paar seiner Leute wiederkomme. Na gut, dann geht eben rein, ihr Rotznasen. Okay. Entschuldigen Sie, aber okay, das ist ein Standard-Dialoge. Ja, bitte, Tony. Wir wollen mit Sandy reden. Sandy, wie heißt er überhaupt? Und der zum Geier hat euch reingelassen. Wir kommen in Khans Auftrag und nicht zum Vergnügen. Also spannen uns nicht zu lang auf die Folter. Tja, ist ja gut. Ich lasse nachher schicken. Und da kommst du. Ja, übrigens an den Stil der Faces muss man sich natürlich ein bisschen gewöhnen. Oh, moin Markus, hallo. Ist doch richtig geschrieben, Abend. Okay, wer von euch süßen wollte mich sprechen? Wow, wie heiß! Du bist Sandy, wir müssen mit Mammut reden. Es ist sehr wichtig. Eine Menge Leute wollen mit Mammut reden. So viele Leute und so wenig Zeit. Könnte er keine Ausnahme machen? Wir haben auch Geld. Mammut auch, aber vielleicht möchtest du dann Geld ja bei mir lassen, Schätzchen. Ja, also, naja. Pass auf, Schätzchen. Mammut kannte mal einen Typen namens Caleb. Ach ja, genau so hieß der Typ, ja. War Zufall. Markus, kurz eine Frage. Ich glaube, du kennst ja das. Hast du schon die Folgen von Mikey geguckt, bis zu dem Punkt, wo wir gerade sind? Ansonsten fasse ich die Story mal eben schnell zusammen. Auch wenn das gar nicht so schnell zusammenzufassen geht, weil es ziemlich komplex eigentlich ist. Oder für so ein RPG-Maker-Spiel ziemlich komplex. Von daher.